Hey Leute, willkommen bei Pandido und unserer Bauernhof-Sonnenblumengeschichte. Wo ist Balu? Mal sehen, was passiert. Oh, warum muss Henning immer so früh wach sein? Aber gut, das ist wahrscheinlich einfach seine Aufgabe als Hahn. Na gut, dann mal aufstehen. Ab nach unten und Balu füttern. Mama hat bestimmt eh schon Frühstück gemacht. Ich sollte mich beeilen, bin spät dran. Guten Morgen, Mama. Guten Morgen, Marcel. Gut, dass du wach bist. Ich mache gerade das Frühstück und Papa und Miriam sind auch schon auf den Beinen. Ja, ich wollte doch gerade erstmal Balu füttern. Hast du ihn schon gesehen? Seinen Napf habe ich schon, aber von ihm fehlt jede Spur. Ja. Ich hab Balu heute schon gesehen. Der ist vorhin draußen bei den Hühnern rumgelaufen. Und wenn du schon da bist, kannst du auch gleich die Hühner füttern. Okay, danke Mama, ich schau mal. Und ja, wenn ich da bin, füttere ich gleich die Tiere. Also dann, bis später, Mama. Viel Spaß, mein Schatz. Ich kümmere mich weiter ums Frühstück. So, das wäre erledigt. Die Hühner und Gänse sind schon mal glücklich. Aber von Balu immer noch keine Spur. Balu? Balu? Wo bist du, Junge? Wirklich seltsam. Aber gut, irgendwo hier muss er ja sein. Ich such mal weiter. Balu? Balu? Wo bist du nur, Junge? Komm her, ich hab Frühstück. Wo kann er denn nur sein? Normalerweise läuft er nie so weit weg. Nicht, dass er abgehauen ist wie der Schaf neulich. Das haben wir immer noch nicht wiedergefunden. Aber Balu würde nie weglaufen. Vielleicht versteckt er sich irgendwo. Will er vielleicht spielen? Vielleicht da hinten, hinter den Heuballen. Mal nachsehen. Ich finde dich schon. Balu? Hey, da hat doch gerade was geraschelt. Ich hab's genau gehört. Balu? Hallo, Balu. Bist du dahinter? Ich sehe doch da was. Noch ein bisschen. Ist er doch, oder? Ist er hier nicht? Oh, oh. Upsi. Das war so nicht geplant. Ach, Sammy, du warst das nur. Ich dachte, du wärst Balu. Oh Mann. Na gut, dann muss ich wohl weitersuchen. Hehe, aber für Streicheleinheiten ist trotzdem noch ein bisschen Zeit. Ich darf ihn eigentlich nicht anfassen. Aber ich könnte auf Papas Trecker nur draufsteigen. Von da oben habe ich einen viel besseren Überblick. Vielleicht sehe ich Balu dann. Wow, von hier aus kann ich alles sehen. Außer Balu. Ich glaube, ich gehe noch ein bisschen höher. Von hier aus kann ich aufs Dach steigen. Kann ich irgendwie. Irgendwie will das hier nicht richtig funktionieren. Ich rolle. Hat Papa einfach die Handbremse nicht angezogen? Oh Gott, schnell wieder rein. Und die Handbremse ziehen. Zack. Puh, gerade nochmal gut gegangen. Davon darf Papa nichts erfahren. Tja, und Balu habe ich immer noch nicht gefunden. Ganz ruhig, Nora. Wir reiten sofort los. Keine Sorge. Ich weiß, du freust dich schon auf unseren Ausritt. Hallo, Miriam. Hallo, Bruderherz. Warum läufst du denn so über den Hof? Kümmerst du dich morgens nicht um Balu? Ja, ich kann ihn leider nicht finden. Hast du ihn vielleicht gesehen? Nee, leider nicht. Aber ich mache jetzt meinen morgendlichen Ausritt. Vielleicht sehe ich ihn irgendwo. Komm doch mit. Wenn du ihn auf dem Hof nicht finden kannst, vielleicht ist er irgendwo auf den Feldern. Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Warte, ich hole eben Prinz und dann können wir los. Aber schon seltsam, dass Balu einfach so verschwindet. Ja, stimmt. Das hat er noch nie gemacht. Ja, normalerweise ist er doch morgens immer der Erste, der sein Futter möchte. Aber der wird schon wieder auftauchen. Keine Sorge. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Aber ich mache mir natürlich trotzdem Sorgen um ihn. Bestimmt streunet er nur irgendwo rum und denkt nicht dran, dass es was zu fressen gibt. Schau mal, Marcel. Papa ist bei der Rübenernte. Vielleicht hat er Balu ja gesehen. Ja, kann sein. Wir fragen mal. Und hepp. Hallo, Papa. Guten Morgen, Kinder. Na, wie geht's euch? Wart ihr schon fleißig heute? Ja, sehr. Ich habe schon alle Pferde versorgt. Und ich habe die Hühner, Gänse und Ziegen gefüttert. Sehr gut, sehr gut. Vielen Dank für eure Hilfe, Kinder. Ohne euch würde der Hof nicht so gut laufen. Wir versorgen die Tiere doch gern, Papa. Wir haben sie doch schließlich lieb. Genau, nur der Hofladen macht nicht ganz so viel Spaß. Ja, ich weiß, dass der Hofladen nicht so eure Lieblingsbeschäftigung ist, Kinder. Aber auch das muss sein, denn schließlich verdienen wir so unser Geld. Ja, das wissen wir ja. Trotzdem ist es manchmal doof nach der Schule. Ja, genau. Aber mal was anderes, Papa. Hast du zufällig Balu gesehen? Ich suche ihn schon den ganzen Morgen. Ich habe sein Frühstück, aber er ist einfach nicht da. Ja, ja, der war vorhin mal hier. Den habe ich hier rumlaufen sehen. Der ist, glaube ich, dann Richtung Wald gelaufen, also Richtung der Bäume. Aber ich glaube, er ist auch wieder zurückgekommen. Schau doch dort nochmal nach ihm. Okay, danke, Papa, mache ich.
Wir sehen uns später, Papa. Viel Erfolg mit der Ernte. Danke, Kinder. Und viel Erfolg noch bei der Suche nach Baloo. Ich bin mir sicher, er wird wieder auftauchen. Er ist bestimmt hier irgendwo auf dem Hof. So, da wären wir wieder. Aber immer noch kein Baloo in Sicht. Wo kann er sich denn bloß rumtreiben? Keine Ahnung, aber ich hoffe, ihm ist nichts passiert. Ich mach mir echt Sorgen. Ist aber wirklich seltsam, dass er einfach so verschwunden ist. Das ist doch so überhaupt nicht seine Art. Besonders, wenn es was zu fressen gibt. Ja, eben, oder? Ich verstehe es auch nicht, aber gut, mein Papa hat ihn ja schon gesehen. Hm? Baloo? Baloo, da bist du ja endlich wieder. Und du hast das Schaf gefunden, das ausgebüxt ist. Wow, Baloo, deswegen warst du also verschwunden. Du hast das Schaf gerettet. Hey, und ich habe mich schon gewundert, dass du heute Morgen nicht so fressen wolltest. Dabei bist du ein richtiger Held. Dafür gibt's nachher auch eine extra Portion. Ja, das müssen wir gleich Mama und Papa sagen. Die freuen sich bestimmt, dass das Schaf wieder da ist. Und du natürlich auch, Baloo. Aber ich glaube, langsam wird's Zeit für die Schule. Wir müssen uns langsam fertig machen. Ja, hast recht. Kinder! Mama! Ah! Oh. Wie ich sehe, habt ihr Baloo gefunden. Schaut mal, hier sind eure Rucksäcke mit euren Pausenbroten, damit ihr es bloß nicht vergesst. Danke, Mama. Und denkt dran, heute pünktlich nach Hause zu kommen. Wir müssen heute noch zum Wochenmarkt die Ernte verkaufen. Oh, Mama, muss das sein? Ich wollte später noch ein bisschen ausreiten. Ja, und ich wollte mit Baloo auf eine kleine Abenteuertour gehen. Auch wir helfen euch jeden Tag. Ich weiß. Es tut mir auch leid, Kinder. Aber das ist heute wirklich wichtig. Wisst ihr was? Wenn ihr heute fleißig helft, dann dürft ihr am Wochenende ein paar Freunde einladen und eine große Party machen. Was sagt ihr dazu? Na gut, das ist eine gute Idee. Ja, das machen wir. Hui, zum Glück haben wir Baloo wiedergefunden. Mann, das wäre vielleicht traurig gewesen. Wenn ihr mehr spannende Videos von uns sehen wollt, dann klickt einfach links oben auf das runde Panda-Logo. Denn dann abonniert ihr Pandido TV. Und wenn ihr direkt weiter spannende Abenteuer aus Pandido City sehen wollt, dann klickt auf eins der beiden Videos rechts im Bild. Also dann, die Arbeit ruft. Macht's gut, Leute.